Augen auf Medienanalyse, Podcast, Thread, The Twitter Files, die Twitter-Akten. Was du gleich hören wirst, ist der erste Teil einer Serie, die auf tausenden von internen Dokumenten basiert, die aus Quellen bei Twitter stammen. Die komplette Übersetzung des Twitter-Threads von Matt Taibbi vom 3. Dezember 2022. Eins. Thema: die Twitter-Akten. 2. Was du gleich lesen wirst, ist der erste Teil einer Serie, die auf tausenden von internen Dokumenten basiert, die aus Quellen bei Twitter stammen. 3. Die Twitter-Files erzählen eine unglaubliche Geschichte aus dem Inneren einer der größten, einflussreichsten Social-Media-Plattformen der Welt. Es ist eine frankensteinsche Geschichte über einen von Menschen geschaffenen Mechanismus, der der Kontrolle eines Konstrukteurs entglitten ist. 4. Twitter war von Anfang an ein geniales Werkzeug für die sofortige Massenkommunikation und ermöglichte zum ersten Mal eine echte globale Konversation in Echtzeit. 5. In seiner frühen Konzeption wurde Twitter seinem Leitbild mehr als gerecht, indem es den Menschen, Zitat, die Möglichkeit gab, Ideen und Informationen sofort und ohne Barrieren zu erstellen und zu teilen. Zitat Ende. 6. Im Laufe der Zeit war das Unternehmen jedoch langsam gezwungen, diese Barrieren hinzuzufügen. Einige der ersten Instrumente zur Sprachkontrolle wurden entwickelt, um Spam und Finanzbetrüger zu bekämpfen. Mit der Zeit fanden die Mitarbeiter und Führungskräfte von Twitter immer mehr Verwendungsmöglichkeiten für diese Werkzeuge. Außenstehende begannen, das Unternehmen aufzufordern, auch die Sprache zu manipulieren. Erst ein bisschen, dann öfter, dann ständig. 8. Im Jahr 2020 waren Bitten von verbundenen Akteuren, Tweets zu löschen, Routine. Eine Führungskraft schrieb an eine andere, mehr zu überprüfen vom Biden-Team, gefolgt von 5 URLs auf Tweets. Die Antwort kam zurück: erledigt. 9. Sowohl Prominente als auch Unbekannte konnten auf Geheiß einer politischen Partei entfernt oder überprüft werden. Antwort auf eine Mail, die 2 Tweets enthält: ich habe mir den ersten unter SI geschnappt, überlasse den zweiten hochkarätigen Fall der Sicherheit. 10. Beide Parteien hatten Zugang zu diesen Werkzeugen. Im Jahr 2020 wurden zum Beispiel sowohl Anfragen des Weißen Hauses von Trump als auch der Biden-Kampagne entgegengenommen und bearbeitet. Allerdings 11. Dieses System war nicht ausgewogen. Es basierte auf Kontakten. Da Twitter überwiegend von Menschen einer politischen Richtung besetzt war und ist, gab es für die Linken, Klammer auf, also die Demokraten, Klammer zu, mehr Kanäle und Möglichkeiten, sich zu beschweren, als für die Rechten. 12. Die daraus resultierende Schräglage bei den Entscheidungen zur Inhaltsmoderation ist in den Dokumenten zu sehen, die du gleich lesen wirst. Es ist aber auch die Einschätzung mehrerer aktueller und ehemaliger hochrangiger Führungskräfte. Okay, es gab noch mehr Räuspern, Kritik über den Prozess. Aber was soll's, lass uns das überspringen. 16. Die Twitter-Akten, Teil 1. Wie und warum Twitter die Hunter-Biden-Laptop-Story blockierte. 17. Am 14. Oktober 2020 veröffentlichte die New York Post die Biden-Secret-E-Mails, die geheimen Biden-E-Mails. Eine Enthüllung, die auf den Inhalt von Hunter Bidens aufgegebenem Laptop basiert. 18. Twitter unternahm außergewöhnliche Schritte, um die Geschichte zu unterdrücken, entfernte Links und veröffentlichte Warnungen, dass sie unsicher sein könnte. Sie blockierten sogar die Übermittlung per Direktnachricht, ein Instrument, das bisher nur für extreme Fälle, wie zum Beispiel Kinderpornografie, vorgesehen war. 19. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kylie McEnany, wurde von ihrem Konto gesperrt, weil sie über die Geschichte getwittert hatte, was einen wütenden Brief von Trumps Wahlkampfmitarbeiter Mike Hahn zur Folge hatte, der sich darüber aufregte. Zitat: tu wenigstens so, als ob es dich die nächsten 20 Tage interessiert. Inhalt der E-Mail: Kylie McEnany wurde von ihrem Account gesperrt, weil sie einfach über die New York Post berichtet hat. Alles, was sie getan hat, war, die Geschichte und die Berichte aus erster Hand zu zitieren, die bereits von anderen Medien veröffentlicht wurden und von der Biden-Kampagne nicht bestritten werden. Brauche sofort eine Antwort darauf, wann, wie sie wieder freigeschaltet wird. Ich verstehe auch nicht, warum mich niemand aus dem Team angerufen hat, um mir mitzuteilen, dass du Nachrichtenartikel zensieren wirst. Wie gesagt, tu wenigstens so, als ob es dich in den nächsten 20 Tagen interessiert. Zitat Ende. Das veranlasste die Leiterin der Abteilung Public Policy, Caroline Strome, eine höfliche WTF-Anfrage zu stellen. Mehrere Mitarbeiter merkten an, dass es Spannungen zwischen den Teams für Kommunikation und Politik
die weniger Kontrolle über die Moderation hatten und den Teams für Sicherheit und Vertrauen gab. Zitat: Hallo Team, könnt ihr euch das mal genauer ansehen? Danke euch. Zitat Ende. 21. Auf Stroms Nachricht kam die Antwort, dass die Laptop-Geschichte wegen Verstoßes gegen die Hacking Materials-Richtlinie des Unternehmens entfernt worden war. Zitat: Hallo Caroline, danke, dass du dich bei uns gemeldet hast. Die Überprüfung hat ergeben, dass der Nutzer von Site Integrity wegen Verstoßes gegen unsere Richtlinie für gehackte Materialien gebounced wurde. Wir fügen sie hier für weitere Einblicke und Hinweise hinzu. Danke, Elaine Ong Sotto. Zitat Ende. 22. Obwohl sich mehrere Quellen daran erinnern, im Sommer von einer allgemeinen Warnung der Bundesbehörden vor möglichen ausländischen Hacks gehört zu haben, gibt es, soweit ich weiß, keine Beweise für eine Beteiligung der Regierung an der Laptop-Geschichte. Genau das könnte das Problem gewesen sein. 23. Die Entscheidung wurde auf höchster Ebene des Unternehmens getroffen, jedoch ohne das Wissen von CEO Jack Dorsey, wobei die ehemalige Leiterin der Abteilung Recht, Politik und Vertrauen, Yaya Gadde, eine Schlüsselrolle spielte. 24. Zitat: Sie haben es einfach auf eigene Faust gemacht. Zitat Ende. So beschreibt ein ehemaliger Mitarbeiter die Entscheidung. Zitat: Hacking war die Ausrede, aber innerhalb weniger Stunden war so ziemlich jedem klar, dass das nicht funktionieren würde. Aber niemand hatte den Mumm, die Entscheidung rückgängig zu machen. Zitat Ende. 25. Die Verwirrung wird in dem folgenden langen Austausch deutlich, in dem auch Gadde und der ehemalige Vertrauens- und Sicherheitschef Joel Roth beteiligt sind. Der Kommunikationsbeauftragte Trenton Kennedy schreibt, Zitat: Es fällt mir schwer, die Richtliniengrundlage für die Einstufung als unsicher zu verstehen. Zitat Ende. Gezeigt wird folgende E-Mail. Katie Rossborough schreibt: Werden wir auch ähnliche Geschichten als unsicher markieren? Mit einem Link auf einen Fox News Artikel. Trenton Kennedy antwortet: Mir fällt es schwer, die Richtliniengrundlage für die Entscheidung als unsicher zu verstehen. Und ich denke, das beste Erklärungsargument dafür wäre, dass wir abwarten, ob diese Geschichte das Ergebnis von gehacktem Material ist. Ohne eine solide Begründung für die Einstufung des Links als unsicher werden wir mit harten Fragen konfrontiert werden. 26. Zu diesem Zeitpunkt, Zitat, wusste jeder, dass die Sache im Arsch war, Zitat Ende, sagte ein ehemaliger Angestellter, aber die Reaktion bestand im Wesentlichen darin, sich auf die Seite des Irrtums zu schlagen. Gezeigt wird folgender E-Mail-Verlauf. Ian Plunkett: Was auch immer wir in der Kommunikation tun, Klammer auf, dies wird für Jack sofort zu einem Vorwurf der Befangenheit, Klammer zu, lass uns klarstellen, dass wir dieses proaktiv, aber vorsichtig im Sinne unserer Richtlinien für gehackte Materialien interpretieren und den Link mit einer Warnung und einer deutlichen Reduzierung der Verbreitung erlauben. Joel Roth: Wenn du auf den Link klickst, siehst du die allgemeine Meldung unsichere URL, Klammer auf, mit Hinweisen auf Spam, Malware und Verstöße gegen die Twitter-Regeln, Klammer zu. Nicht ideal, aber das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Viada Gadde: Wie lautet die Warnung, die erscheinen wird? Joel Roth: Die Grundlage für die Richtlinie ist gehacktes Material. Allerdings handelt es sich hier, wie bereits erwähnt, um eine neue Situation, bei der die Faktenlage noch unklar ist. In Anbetracht der schwerwiegenden Risiken und der Lektionen von 2016 entscheiden wir uns dafür, eine Warnung auszusprechen und zu verhindern, dass diese Inhalte weiter verbreitet werden. 27. Der ehemalige VP of Global Comms, Brandon Borman, fragt, Zitat, können wir wahrheitsgemäß behaupten, dass dies Teil der Richtlinie ist? Zitat Ende. Er schrieb weiter, Zitat, das heißt, als Teil unseres Ansatzes im Umgang mit potenziell gehacktem Material schränken wir die Sichtbarkeit der entsprechenden Meldungen auf Twitter ein, solange unsere Untersuchung läuft. Zitat Ende. 28. Der ehemalige stellvertretende Chefsyndikus Jim Baker scheint erneut dazu zu raten, den Kurs nicht zu halten, weil, Zitat, Vorsicht geboten ist. Zitat Ende. Jim Baker schreibt, privilegiert und vertraulich. Ich unterstütze die Schlussfolgerung, dass wir mehr Fakten brauchen, um zu beurteilen, ob die Materialien gehackt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir jedoch davon ausgehen, dass sie gehackt worden sein könnten und dass Vorsicht geboten ist. Es gibt einige Fakten, die darauf hindeuten, dass das Material gehackt worden sein könnte, während andere darauf hindeuten, dass der Computer entweder aufgegeben wurde und/oder der Eigentümer zugestimmt hat, dass die Werkstatt zumindest für einige Zwecke darauf zugreifen kann. Wir brauchen einfach mehr Informationen. 29. Ein grundsätzliches Problem bei Tech-Unternehmen und der Moderation von Inhalten: Viele Leute, die für Sprache zuständig sind, wissen wenig über Sprache und müssen von Außenstehenden in Grundlagen eingewiesen werden. Das ist der Punkt. 30.
In einem humorvollen Austausch an Tag 1 wendet sich der demokratische Kongressabgeordnete Ro Khanna an Gaddo und schlägt ihr vor, mit ihr über den Backlash Re-Speech, Gegenschlag bezüglich Rede, zu sprechen. Khanna war der einzige demokratische Abgeordnete, den ich in den Unterlagen finden konnte, der sich besorgt zeigte. Gaddo antwortete schnell und taucht sofort in die Untiefen der Twitter-Politik ein, ohne zu wissen, dass Khanna sich mehr Sorgen um die Bill of Rights macht. Anmerkung: Die Bill of Rights besteht aus den ersten 10 Zusatzartikeln zur Verfassung der Vereinigten Staaten. Diese sichern den Einwohnern im Rahmen einer freien und demokratischen Gesellschaft auf der Basis von Werten der Aufklärung bestimmte unveräußerliche Grundrechte zu. Gaddo schrieb: Hallo Kongressabgeordneter Khanna, vielen Dank, dass du dich meldest und wir freuen uns über die Vorwarnung. Wir haben heute Abend eine Reihe von Tweets veröffentlicht, um zu erklären, wie wir mit der Veröffentlichung privater Informationen und der direkten Verlinkung zu gehacktem Material umgehen. Der Account der Pressesprecherin wurde nicht dauerhaft gesperrt. Wir haben sie aufgefordert, den Tweet zu löschen, der gegen unsere Regeln verstößt, und ihr Account ist gesperrt, bis sie dem nachkommt. Ich bin gerne bereit, dich anzurufen, wenn es dir hilft. Mein Team in DC, Jessica und Lauren, sind hier als Kopierempfänger eingetragen und stehen ebenfalls für ein Gespräch zur Verfügung. Vielen Dank, Vijaya. 32. Khanna versucht, das Gespräch auf den ersten Verfassungszusatz umzuleiten, dessen Erwähnung in den Akten im Allgemeinen schwer zu finden ist. Zitat: Hoffentlich geht es dir gut, Vijaya. Aber das scheint ein Verstoß gegen die Grundsätze des ersten Verfassungszusatzes zu sein. Wenn es einen Hack von Verschlusssachen oder anderen Informationen gibt, die ein schweres Kriegsverbrechen aufdecken könnten und die New York Times diese veröffentlichen würde, sollte sie das Recht dazu haben, finde ich. Ein Journalist sollte nicht für die illegalen Handlungen der Quelle zur Rechenschaft gezogen werden, es sei denn, er hat den Hack aktiv unterstützt. Die Verbreitung dieses Materials einzuschränken, vor allem wenn es sich um einen Präsidentschaftskandidaten handelt, entspricht nicht den Grundsätzen des Urteils New York Times gegen Sullivan. Ich sage das als absoluter Biden-Parteigänger und bin überzeugt, dass er nichts falsch gemacht hat. Aber in der Geschichte geht es jetzt mehr um Zensur als um relativ harmlose E-Mails, und sie ist zu einer größeren Sache geworden, als sie es sonst gewesen wäre. Außerdem führt sie jetzt zu ernsthaften Bemühungen, Abschnitt 230 zu beschneiden, was in vielen Fällen ein Fehler gewesen wäre. Ich bin der Meinung, dass Twitter selbst seine Empfehlungen oder Trending News einschränken sollte, und deine Politik gegen QAnon-Gruppen ist gut. Es ist ein schwieriges Gleichgewicht. Aber in der Hitze des Präsidentschaftswahlkampfes die Verbreitung von Zeitungsartikeln einzuschränken, Klammer auf, selbst wenn die New York Post rechtsextrem ist, Klammer zu, scheint mir mehr Gegenwind zu bringen als gut zu sein. Bitte behalte die Kommunikation zwischen uns und Jack für dich und schicke sie nicht an das Team weiter. Wollte nur meinen Senf dazu geben. Zitat Ende. 33. Innerhalb eines Tages erhält Lauren Culbertson, die Leiterin der Abteilung Public Policy, einen grauenhaften Brief, Bericht von Carl Szabo vom Marktforschungsunternehmen NetChoice, das bereits 12 Mitglieder des Kongresses befragt hat, 9 Republikaner und 3 Demokraten, vom, Zitat, Justizausschuss des Repräsentantenhauses bis zum Büro von Judy Chu. Zitat Ende. Zitat der E-Mail. Lauren, gestern hat sich Chris Murchies von NetChoice informell mit 9 republikanischen und 3 demokratischen Mitarbeitern des Repräsentantenhauses getroffen, um Informationen über Facebook und Twitter und die Geschichte der New York Post zu sammeln. Die Mitarbeiter kommen aus dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses und aus dem Büro von Judy Chu. Zitat Ende. 34. NetChoice lässt Twitter wissen, dass es in den kommenden Anhörungen im Repräsentantenhaus zu einem Blutbad kommen wird. Die Mitglieder sprechen von einem Wendepunkt und beschweren sich darüber, dass die Tech-Branche, Zitat, so groß geworden ist, dass sie sich nicht einmal selbst regulieren kann, sodass die Regierung vielleicht eingreifen muss. Zitat Ende. Zitat der E-Mail. Jeder Republikaner sagte, das ist ein Wendepunkt, es ist einfach zu viel. Und sowohl die Demokraten als auch die Republikaner waren wütend. Zitat Ende. 35. Szabo berichtet auf Twitter, dass einige Hill-Mitglieder die Laptop-Geschichte als, Zitat, Excess-Hollywood-Moment der Tech-Branche, Zitat Ende, bezeichnen. Zitat der E-Mail. Auf die Frage, wie schlimm die Situation ist, sagte ein Mitarbeiter, es ist der Excess-Hollywood-Moment der Tech-Branche und sie kann sich nicht hinter Hillary verstecken. Andere waren noch unverblümter. Die Tech-Branche ist am Arsch und das zu Recht. Zitat Ende. 36. Twitter-Falls Fortsetzung. Der erste Verfassungszusatz ist nicht absolut. Szabos Brief enthält erschreckende Passagen, die die Haltung der demokratischen Abgeordneten wiedergeben. Sie wollen mehr Mäßigung. Und was die Bill of Rights angeht, so ist sie nicht absolut. Zitat der E-Mail.
Die Demokraten beschweren sich unterdessen, dass die Unternehmen unfähig sind. Sie ließen zu, dass die Konservativen das Wasser trübten und die Biden-Kampagne korrupt aussehen ließen, obwohl Biden unschuldig ist. Sie brachten dies mit Hillary Clintons E-Mail-Skandal in Verbindung. Sie hat nichts Falsches getan, aber weil die Presse die Geschichte nicht ruhen lassen wollte, wurde sie zu einem Skandal, der in keinem Verhältnis stand. Sie sind der Meinung, dass die sozialen Medien dasselbe tun. Sie moderieren nicht genug schädliche Inhalte und wenn es doch passiert, wie gestern, wird es zu einer Story. Würden die Unternehmen mehr moderieren, kämen Konservative erst gar nicht auf die Idee, soziale Medien für Desinformation, Fehlinformation oder Ähnliches zu nutzen. Die Demokraten waren sich einig. Die sozialen Medien müssen mehr moderieren, weil sie die Demokratie korrumpieren und alle Wahrheit relativieren. Auf die Frage, wie die Regierung dies im Einklang mit dem ersten Verfassungszusatz durchsetzen könnte, winkten sie ab. Der erste Verfassungszusatz ist nicht absolut. Zitat Ende. Eine erstaunliche Nebenhandlung in der Twitter-Hunter-Biden-Laptop-Affäre war, wie viel ohne das Wissen von CEO Jack Dorsey gemacht wurde und wie lange es dauerte, bis die Angelegenheit aufgedeckt wurde. Und wie lange es dauerte, bis die Angelegenheit, Zitat, aus der Welt geschafft, Zitat Ende, war, wie es ein ehemaliger Angestellter ausdrückte, nachdem Dorsey sich eingemischt hatte.